Hör nun auf, sagt der Schatten. Ich habe dich begleitet im Krieg und Frieden. Wenn ich mich jetzt von dir trenne, du wirst nicht leiden. Du wirst leicht sein, leichter als ein Blatt. Triest, eine Stadt mit einer seltsamen Atmosphäre. Heute wie auch im Sommer 1914. Eine treue Stadt, so wurde sie lange Zeit vom greisen Kaiser Franz Josef genannt. Jetzt nicht mehr. Vielleicht seit der großen Industrie- und Landwirtschaftsausstellung von 1882 und der Oberdan-Affäre, dem Attentat, das nicht stattfand und welches für immer das Symbol des reaktionären Österreichs, wie es die Irredentisten hießen, vernichten sollte. Vielleicht auch seit dem Tod von Sissi, der Kaiserin Elisabeth, im Jahr 1889, um die viele der Triest-Italiener nicht trauern wollten. Auch jetzt, nach weiteren 2 Jahren nicht, in denen Sissi hier vor der Südbahn steht, der südlichen Eisenbahnlinie, und die Stadt für dieses Denkmal 100.000 Kronen gesammelt hatte. Nicht einmal nach Miramare vor der Kaisermeer. Zu viele Erinnerungen an den Bruder, mit dem er so wenig gemeinsam hatte. Maximilian, der die Bucht mit den Felsen und Klippen so sehr geliebt hatte, dass er dort ein Schloss erbauen ließ, um mit Charlotte darin zu leben. Er hatte ihm den spanischen Namen Miramar gegeben. Und jetzt? Charlotte, Prinzessin von Belgien, war schon lange in ihrem Wahn eingeschlossen und nach Brüssel zurückgekehrt. Und in den Räumen und den Türmen, den Gärten und dem Meer blieben nur die Geschichten derer, die am Hofe verkehrten, und die schwarzen Legenden, die das Schloss umgaben, Gerüchte, die umgingen, auch im heißen Sommer 1914. Also eine treue Stadt Triest, seit Generationen unter der Herrschaft der Habsburger und dies seit 1382, als sich die Stadt den Österreichern unterwarf, um vor Venedig zu fliehen. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie für die treuen Untertanen seiner Majestät der undankbare Liebling des Reichs. Triest statt der Kontraste und der Gegensätze. Eine Weltstadt des südlichen Europas, zentral für den Handel oder, im Gegenteil, abgelegen und provinziell. Das Tor zum Osten oder ein Ort des Übergangs nach Italien. Eine Stadt, wo sich die 3 Hauptkulturen Europas treffen, die lateinische, die deutsche und die slawische, und wo diese in den letzten Jahren immer härter aufeinanderprallten. Eine mitteleuropäische Stadt mit Geschäften und Unternehmen zwischen Merkur und Apollo. Theater und Börse. Kultur und Geld. Eine Königsstadt oder ein Unort, wo sich Ende Juni 1914 Ängste und Widersprüche mit Zeiten der Normalität abwechseln. Triest, wie es sich durch die Linsen der Camera Obscura des reichen, sich an den Grenzen der Legalität bewegenden Kaufmanns Pasquale Revoltella darstellte, einem Geschäftsmann, Geldgeber für den Suezkanal, Kunstsammler und Mäzen, der sich diese in seinem prächtigen Palazzo einrichtete, den er nach seinem Tod im Jahre 1869 der Stadt mit der Auflage hinterließ, ihn in ein Museum zu verwandeln. Und jetzt, Reisende und Touristen, sie kommen mit den Dampfern des österreichischen Lloyds, der größten Schifffahrtsgesellschaft des Mittelmeers. Sie überqueren den Platz,
werfen einen Blick auf das Denkmal von Maximilian, kaufen schnell Chinin in der Apotheke Sant'Andrea und laufen dann entlang der geometrisch angeordneten Straßen des Josephinischen Viertels, einem neuen nach Josef II., Sohn Maria Theresias, benannten Stadtbezirk. Hohe Gebäude und lange Straßen, die auf das Labyrinth der Altstadt und ihren Gerüchen und auf die Piazza Grande treffen. Hier plaudert und flaniert man in einem Garten, der den Blick aufs Meer verschließt. Die Musik und die Kapelle und manch einer erinnert sich, dass diese hier nur ein paar Jahre zuvor Franz Lehár dirigierte. Lehár mit seinen Walzern und seinen Operetten. Die Kirche Sant'Antonio Nuovo am Kanal, der Markt, die Brücken, die blauen Kuppeln der serbischen Kirche San Spiridione, Versammlungsort der serbischen Gemeinde. Weiter dort das Theresianische Viertel, es wurde auf den alten, stillgelegten Salinen errichtet. Wenn die Zeit passt, legt man eine Pause für einen typischen Rebekin ein, einen Imbiss. Würzige Gerüche, wie die, die einen im Laden der Tose umgeben. Wo man Kolonialwaren und Naturschwämme, Bonbons, und gut riechende Seifen kaufen kann. Auch an diesem Sommersonntag ist die mit ihrem Jugendstil so moderne Bomboniera voller Kunden, die für die Rigoyanchi-Torte anstehen. Berühmt geworden durch die skandalöse Affäre zwischen Rigoyanchi, einem charmanten ungarischen Geiger, und der amerikanischen Erbin Clara Ward, die für ihn ihren Mann, den belgischen Prinzen von Chimay, verließ. Kurioses Ergebnis einer Leidenschaft fin de siècle. Eine Torte, die nach Schokolade und Verbotenem duftet. Wie viele Cafés? Man spricht über Politik und Bücher hier im San Marco. Man liest die Zeitung im Café degli Specchi, man probiert ein neues Eis im Café Tomaseo, man plaudert und spaziert an diesem Sommersonntag zwischen der Stadiongasse, dem Aquädukt und dem Stadtteil, der dem alten Kaiser gewidmet ist. Das Franz-Josef-Viertel, wo die Konditorei Pirona seit 1900 ihre Windbeutel an, in einem neuen Geschäft und doch schon so bekannt für ihre Presnitz und die Weine, und diese seltsame Präsenz. Ein Engländer, James Joyce. Dort sitzt er und dort frühstückt er fast jeden Tag. Lange schreibt er, dann steht er auf und geht zum Unterricht. Ja, er unterrichtet viele Menschen, auch Schmitz. Hector Schmitz,
der seitdem gut verheiratet ein Geschäftsmann ist und auch Romane schreibt, die er mit dem Namen Italo Svevo zeichnet. Li firma Italo Svevo. Es ist heiß im Sommer 1914. Und wenn die Bäume des Ferdinandeo und von Sant'Andrea, dem historischen Treffpunkt des britischen Triest, nicht mehr ausreichen, geht man baden. Meerwasser und Sonnenbäder, eine von den besten Ärzten empfohlene Kur. 28. Juni 1914. Es ist schon fast Abend. Eine Nachricht aus Wien. Die Lokalzeitung Il Piccolo verteilt eine kostenlose Sonderausgabe. In Sarajevo wurden der Erbe des habsburgischen Throns, Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophia, Herzogin von Hohenberg, ermordet. In nur einem Monat verwandelt sich Triest in eine große Kaserne mit Tausenden von Einberufenen, die zum Abmarsch bereit sind. Einige Irredentisten überschreiten illegal die Grenze. Es sind Ruggero Faurutimeus, Nazario Sauro, Attilio Ortis, Riccardo Pitteri, Attilio Tamaro und Teodoro Meyer, der Besitzer des Piccolo. Die Menschen sind verwirrt, in ihren Augen spiegeln sich die Bilder von der Ankunft der Särge des Erzherzogenpaars an der Anlegestelle San Carlo Anfang Juli. Sie kamen mit der Viribus Unitis, dem Flaggschiff der Flotte, das in Rekordzeit in der Werft von San Marco in Triest gebaut und vom kaiserlichen Paar getauft wurde. Das war im Jahr 1911. Und dann der Trauerzug. Von der Piazza Grande zur Via del Corso, zur Piazza della Caserma bis hin zur Südbahn geleitet von zwei Reihen Gendarmen, Soldaten, Matrosen und Feuerwehrleuten. Entlang des Weges Fahnen mit Trauerrand und schwarze Trauertücher. Entlang der Gehwege Männer mit ihren Hüten in der Hand und Frauen in dunkler Kleidung. Und dann nimmt der Sommer wieder seinen langsamen Rhythmus auf. Nach Triest kommt, in diesen letzten Tagen des Monats Juli, der Grosse Rai, nach Barcola. Jeden Tag eine große Menschenmenge. Und alle sprechen über die Bestien, den Elefanten und Kamelen, den Zentigern und vom nächsten Urlaub. Und jemand erwähnt das Ultimatum, das an Serbien geschickt wurde. Und nun ist Krieg. Man steigt in den Zug und los geht es. Das Infanterieregiment fährt ab. Das 97., das 5., das 27. Und auch die Landwehr. Fast alle Untertanen des Küstenlandes. Italiener, Slowenen und Kroaten. Im Interesse jedes Wehrpflichtigen. So steht es auf den Plakaten der Statthalterei geschrieben. Die Ausrüstung zum Essen, Besteck und Teller mitzunehmen. Gutes Schuhwerk, Schuhe oder Sandalen. Warme Kleidung und wenn möglich eine Decke. Die Front ist weit weg, in Galizien, so sagt man. Jemand beschwert sich. Die Fahrt mit dem Zug nach Udine dauert jetzt 8 Stunden statt der üblichen 3,5. Ab und zu rollt ein Stein von der alten Festung auf dem Gipfel des San Michele herunter. Eine Festung, die seit jeher den Zugang zum Rosandratal verteidigt. Er rollt unter den Schritten der Wache und verliert sich im Licht des Sonnenuntergangs. Jetzt, wo auf den Resten der alten, 1600 Jahre vor Christus errichteten Mauern die Schützengräben erweitert werden. Hier oben wird das Meer in mondlosen Nächten von den Scheinwerfern der kaiserlichen Kriegsmarine erleuchtet, die bei Opicina stationiert ist. Österreich hat seine Präsenz auf dem Karst verstärkt und in diesem zweiten Kriegsjahr die Kontrolle der Eisenbahn, die durch das Tal führt, einer speziellen Abteilung anvertraut. Entlang der wartenden Gleise in der Stille auf dieser Strecke, die die Triestiner die Strecke der Heiligen nennen, wegen der Namen der Haltestellen. Sant'Andrea,
Sant'Anna, San Giuseppe della Chiusa, Sant'Antonio in Bosco, Sant'Elia. Und wie viele Züge fuhren hier vor dem Krieg nach Istrien, beladen mit Waren oder voller Menschen am Sonntag? Züge, die zum Vergnügen fuhren. Triest, Erpelle in 50 Minuten, um in einer alten Osmitza zum Mittag zu essen. Es war Kaiserin Maria Theresia, die den Landwirten erlaubte, ihre Produkte zu verkaufen. 8 Tage lang. Osem bedeutet 8 auf Slowenisch. Und dann wieder für weitere 8 und nochmals für 8. Ein Vielfaches von 8 über das ganze Jahr verteilt. Ein Heuriger, ausgesteckt. Bänke und Tische, Gläser mit Terranwein, Teller mit Schinken und Käse, Eier und Brot. Und wer kann das weiche Brot vergessen, das gute, weiche Brot. Auch heute noch, auch wenn der Krieg näher rückt. Und die Schützengräben auf den Hochebenen weiter gegraben werden. Von Opicina bis nach Basovica, hinter Triest, wurden bereits die Wälder gefällt, um den Blick auf das Meer freizugeben. Die Bauern haben geholfen, Telegrafenmasten aufzustellen, haben Erdämme und Aussichtspunkte gebaut. Und auch von der Spitze des Rosandra-Tales kann man deutlich die Küste sehen, falls die Italiener wirklich hier landen sollten. Eine Landung wie die Garibaldis, so wird in der Stadt gemunkelt. Von hier oben kann man, wenn das Wetter klar ist, die Stege von Punta Sdoba sehen, wo die großen Geschütze des Königreichs platziert sind. Und man hört die Schüsse seit Mai, als auch Italien in den Krieg eingetreten ist. Die Österreicher haben sich hinter dem Karst am Rande der Festung von Monfalcone zurückgezogen. Oben, noch höher, auf der Armada, der Festung aus Bunkern und Gestein, hoch oben, um gut auf die Stadt, auf die Fabriken, auf das elektrische Werk von Socha, Isonzo, auf die Adria-Werke, die Soda produzieren, auf die Schiffswerft von Goscini, der Bruder Kosulic, Triester Reeder und auf die antiken Thermen mit ihrem gesunden Wasser zielen zu können. Die kaiserlich-königlichen Ingenieure haben den Kanal dei Dottori aus dem Jahr 1905 überlaufen lassen. Das Wasser wurde in Sagrado vom Isonzo abgezweigt. Und jetzt war von Vermigliano bis ans Meer nun ein großer schlammiger Sumpf. In Triest verteidigt das Seebataillon Triest die Stadt. Freiwillige, junge Männer aus gutem Hause und Matrosen vom Stützpunkt in Pula. Der Admiralstab wurde nach Opicina ins Hotel Obelisco verlegt. Matrosen im Karst, sagen die Leute. Marinai in Carso, dirà la gente. Cadorna jedoch will Görz. Er will es mit seinen Boulevards, den Villen, den Adelspalästen, den Gärten mit den Brunnen. Er will die Stadt und keinen Haufen aus Schutt und Asche. Rund um die Burg, innerhalb der alten Stadtmauern, Gärten und Weinberge. Diese gehören den Burgherren, den Chastellans, so nennen sie alle, ob Bauern oder Werkleute. Die Bürger wohnen unten in der Stadt mit den breiten Boulevards, den Villen, den Palazzi und den Gärten. Sie steigen hinauf, in die Via Stello mit ihren Geschäften, entlang der steilen Cocevia. Oder sie nehmen den leichteren Weg durch das Leopoldiner Tor, das seit 1660 an den kaiserlichen Besuch Leopolds I. von Habsburg in Görz erinnert. Häuser, die dicht beieinander stehen. Die Kirche von Santo Spirito. Die Soldaten der 3. Kompanie des 13. K&K Landsturm-Marschbataillons hatten die Burg schon während des ersten Kriegsjahres verlassen, um an die Ostfront zu ziehen.
die Hölle, so sagt man. Von hier oben sieht man die Gräben hinter dem Isonzo, auf dem Kalvarienberg und bis nach Oslavia. Und dann die von Sabotino, San Gabriel, San Daniele und die von San Marco. Von West nach Ost, von Norden nach Süden, von San Michele bis zu den Befestigungen im Karst und bis zum Meer. Sie verlieren und sie gewinnen. Die einen und die anderen. Sie dringen vor und ziehen sich wieder zurück. Die Italiener der Brigaden Pavia, Casale, Perugia und Lazio, die slowenischen, dalmatinischen und ungarischen Soldaten verteidigen die Berggipfel. Und in den Wäldern von Cappuccio ist ein Bataillon des 97. Infanterieregiments, viele Leute aus Triest und aus Istrien. Die Stadt ist fast leer. Viele reisen ab. Seit Juni 15.000 Menschen, fast die Hälfte der Bevölkerung. Görz ist heilig und verdammt. Diejenigen, die bleiben, warten. Die surreale Atmosphäre der Lokale und der Cafés, die noch offen sind und von den Offizieren auf eine scheinbar völlig normale Art besucht werden. Görz ist, muss die Perle der Krone bleiben, wie die Stadt liebevoll von Franz Josef genannt wird. Das österreichische Nizza, ein Ort, der für sein Klima gefeiert wird und wie kein anderer im Reich für einen Erholungsaufenthalt im Winter geeignet ist. Der Traunigplatz, die Straße der Herren, welche zu Fuß elegant durch die Welt schreiten, die Feste in der Villa Coronini, der Artemspalast. Sogar die Trümmer der Bombardierungen gehören scheinbar zur Normalität. Sie sind hier einer strengen Ordnung unterworfen. So sehen es die Augen von Alice Schalek, die einzige weibliche Kriegsberichterstatterin im Dienste der Propaganda des Kriegspressequartiers, dem Hauptquartier der königlich und kaiserlichen Druckerei. Überreste der aufgerissenen Häuser, sagt sie, werden sorgfältig von einem Wachposten bewacht. Und diese bewegt sich nicht, so wie die Überreste, egal ob geschossen wird oder nicht. Überreste der Häuser. Alices Augen sehen die Handgranaten, die eine nach der anderen herunterfallen. Aber, so schreibt sie wieder, niemand bewegt sich von seinem Platz. Niemand sagt etwas. Still, ohne Ruhm zu erwarten und einfach, ohne sich über irgendetwas zu wundern, tun sie ihre Pflicht. Hier verteidigt man das österreichisch-ungarische Reich. Alices Augen betrachten die Landschaft, die heute so verändert ist. Die Berge, den verwüsteten Hügel von Oslavia. Dass auch ein Berg sterben kann, sieht man hier und dies nicht ohne Rührung. Dieser Krieg tötet die Männer nun schon seit 2 Jahren. Daran haben wir uns gewöhnt. Aber die Vernichtung der Berge ist etwas Ungeheuerliches und wohl kaum zu ertragen. Alices Augen sind nicht die Augen der Dichter. Wie dieser Stein des heiligen Michaels, so kalt, so hart, so ausgetrocknet, so widerständig, unbeseelt, so ganz und gar. Wie dieser Stein ist mein Weinen, man sieht es nicht. Den Tod büßt man lebend ab. Alices Augen sind nicht die Augen der Freiwilligen, die für Italien leben und kämpfen. Ein Italien, das die Schatten Garibaldis und des Königs trägt. Alices Augen sind nicht die Augen derjenigen, die aus Wut und Angst schreien. Ihr habt den Krieg gewollt. Stirb du und dein Land. In Udine werden die Kriegsstrategien ausgeklügelt, im Palazzo Belgrado, der Residenz Cadornas, im erhabenen Gymnasium Jacopo Stellini, im Giardin Grande, Sitz des Oberkommandos, dem großen Piazzale del Castello mit den Kanonen, die sich hier
seit der ersten Bombardierung der österreichisch-ungarischen Luftfahrt vom 20. August 1915 befinden. Die erste einer langen Serie. Cadorna kommt oft hierher. Bei klarem Wetter sieht man in der Ferne die Bergkämme, die Front von Carnien bis zum Isonzo. Rosa Sonnenuntergänge, wie die Fresken des Tiepolo im Palast der Patriarchen. Udine. Udine, Hauptstadt des Krieges. Seit der König das Gericht und die Kürasserie in die Villa in Martignacco verlegt hat und die schläfrige Stadt sich zu einem Treffpunkt für Politik und internationale Diplomatie verwandelt hat. Viel Raum, um alles zu vermarkten und mit allem zu handeln. Aber der Krieg ist nicht in Udine. Man erzählt ihn im Café d'Orta Fantini, auf den roten Sofas im Stil des 18. Jahrhunderts. Der Graben von Dorta, so nennen sie das raffinierte Lokal vor der Loggia des Rathauses, beim Anstieg zum Schloss. Es ist modern, dort ein Mitzgetränk zu trinken, wie Cadorna, der hier fast jeden Abend sitzt. Hochgestellte Offiziere und Piloten, Journalisten und die bekanntesten Aristokraten des Reiches, bezaubernde und verhüllte Frauen, wie Eleonora Duse. Alte Tavernen und Restaurants für jene, die auf Urlaub von der Front zurückkommen und die das Leben nach den Gräben, dem Schlamm und dem Tod genießen wollen. Theater und offene Kinos. Man geht und schaut sich Machiste Alpino an, der mit Stiefeltritten gegen die Österreicher kämpft. Und welch ein Lachen beim Essen von Zuckerwatte und anderen Süßigkeiten. Am Bahnhof halten Züge, voll von Verwundeten, ein dauerndes Hin und Her der Tragbaren und der Krankenwagen zu den vielen Krankenhäusern. Für diejenigen, die an der Front zurückbleiben, bleiben die Fantasien von General Capello, dem Kommandanten der 2. Armee, der, wie Rino Alessi, Journalist und Kriegsberichterstatter 1917 schreiben wird, immer neue Ideen hat. Er ließ Toscanini kommen, um eine Militärkapelle bei der Schusslinie zu dirigieren. Sie spielten den Kaisermarsch und die Hymne von Mameli. Gli austriaci hanno risposto a cannonata. Aber in Udine sind der Krieg und der Tod noch weit weg. Und sie müssen es sein. Ich ging den ganzen Tag durch die Stadt. Wie ein Kind, das die Dinge zum ersten Mal sieht. Mir schien, als hätte ich meine Augen nach Jahren der Dunkelheit geöffnet. Geschäfte, Kaffeehäuser, Menschen, die rauchen, die miteinander sprechen, die glücklich lachen, überall. Es war alles so natürlich. Mir schien dies kaum möglich. Ich dachte, dass man diese einfachen Dinge nicht mehr sehen würde. Alles ist wie immer eine außergewöhnliche Angelegenheit. Die Nacht, man spaziert in einem Kreis voller Staunen und Wunder. Es ist, als ob der Himmel auf die Straßen, in die Gärten, unter die Arkaden der Märkte herabgestiegen ist. Das Blau der Dunkelheit wird hier und da von elektrischen Flammen erleuchtet. In Udine kann man eine Frau lieben. Die Palazzi des Provinzadels öffnen ihre Tore. Edoardo Agnelli, Leutnant und stellvertretender Direktor des Fuhrparks der obersten Heeresleitung, ist in der Stadt. Piero Pirelli, Angestellter des Entschlüsselungsbüros. Polierte Stiefel und Uniform, vielleicht von den Chiusi gefertigt, den Schneidern, die D'Annunzio einkleiden und die seit 1868 ein Atelier an der Piazza delle Erbe betreiben. Villa Vicentina ci stanno gli imboscati, sul monte San Michele ci stanno i disperati, bim bom bom al rombo del cannone. Imboscati. Ein Hinterhalt, so zischen die Menschen, ein neues Wort,
ein Schaukelstuhl worden, sagt Antonio Baldini, der zusammen mit Luigi Barzini, Massimo Montempelli, Ugo Jetti und Ardengo Soffici einer von den vielen Kriegsberichterstattern Udine ist. Hinterhalt, ein Wort, um die Verlegenheit zu löschen. Es ist kein Wort wie Deserteur, Verräter, ein spitzes Wort, aus dem man etwas Besonderes wahrnimmt. Hinterhalt, ein peitschendes Wort, aber hinterhältig wie eine Peitsche, die durch die Luft pfeift und sich hier verknotet. Und wenn sie einen trifft, scheinbar nicht mehr wehtut. Am 17. Mai 1915, so schreibt der Bauer Bartolomeo Ristorto, Jahrgang 1893, kam ich nach Palmanova mit der 1. Grenadierkompanie. Schon seit einiger Zeit wurde vom Krieg geredet. Wir freuten uns wie Schneekönige, denn wir wussten ja nicht, was ein Krieg ist. Dann kam bei Cividale dieser Gabriele D'Annunzio zu uns, ein Offizier und Dichter. Vivate Gabriello, parola fanteria, coraggio fantasini, vivo una poesia. Jenseits des Flusses, direkt vor uns, war ein Wachhäuschen mit den österreichischen Zollbeamten. Am Morgen des 24. Mai kommt ein Hauptmann in voller Rüstung und sagt zu uns: Jungs, heute Abend um Mitternacht beginnt der Krieg. Ihr werdet einen Schuss von der 305 aus Palmanova hören. Das ist das Signal zum Krieg. Also rufe ich den österreichischen Söldnern zu: Was macht ihr noch dort? Wartet ihr, bis wir euch gefangen nehmen? Und sie antwortete: Wo sollen wir denn hingehen? Wenn wir unseren Posten verlassen, werden wir festgenommen. In Aquileia erinnern manche Oktobertage an Rom. Wenn die Überreste der antiken Ruinen von einem weichen, glänzenden Licht angeleuchtet werden. Sie sind ein unwirklicher Kontrast zu den Schatten der Basilika, die die Gräber der ersten auf dem Karst gefallenen Soldaten bedecken. Der Duft des Meeres liegt in der Luft. Della Marina ce ne freghiamo, perché dall'alto la bombardiamo, e gira gira l'elica, romba il motor, questa è la bella vita, la vita bella della vietor. Belle ragazze, dagli occhi neri, fate all'amore, con noi a pieni, e gira gira l'elica, romba il motor, questa è la bella vita, la vita bella della vietor. Seit dem ersten Kriegsjahr ist in Grado schon die italienische Reichsmarine mit ihren Wasserflugzeugen stationiert. In der Lagune, in Gorgo und in der Nähe des Hafens. Hier waren einst auch die Franzosen, dann nicht mehr. Sie sind verschwunden. So wie die Touristen. Keine Dampfzüge mehr, die beim Belvedere ankommen. Keine Fähre, die hin und her fährt, keine Dampfer mehr nach Triest. In Grado lebt man jetzt in der Nacht. Das Geschwader ist einsatzbereit. Ich warte, bis der Mond untergeht und dann gehe ich nach Udine, um die neue Uniform zu probieren. Flüstert man in den Gassen, zwischen den Basiliken, den Mosaiken, die regungslose Wellen zeichnen. Und den Steinen, die Rom und Byzanz hier gelassen haben. Si attende di volare. Einsatzbereit. Die kaiserliche Luftwaffe hat bereits bombardiert. Sie zogen über Gorgo und Sdoba. Die Antwort Italiens traf die Wasserflugzeugstation in Triest, in der Nähe der Werft des Lloyds.
Grado ist das Heilbad für das moderne Schulkind in der Großstadt. Grado è il mare ideale per lo scolaro moderno della grande città. Niemand hat das Meer gesagt oder geschrieben. Heute gehört das Meer den brandneuen und schnellen Torpedobooten. Auch sie warten auf mondlose Nächte. Und es herrscht Stille. Die Reisenden sind weg. Sie kommen nicht mehr aus Bayern, aus Böhmen, aus Mähren und aus Ungarn. 1910 zählte man 11.235 Touristen. In einigen Hotels blättert man in alten Zeitschriften, wie Seebad und Kurort Grado im österreichischen Küstenlande, die im Jahr 1910 herausgegeben wurde. Auf der Titelseite werden die in vier Reihen angeordneten Sonnenzelte gezeigt und der Holzsteg, der zur Badeanstalt mit dem großen Restaurant am Meer führt. Hier kommt nun der Nunzio, der Dichter, den Cadorna zum Beobachter aus der Luft ernannt hat. Er, der das Wort velivolo, Segelflug, geprägt hat. Ein goldenes, lateinisches Wort, ein leichtes, flüssiges, schnelles Wort. Er fliegt über Triest zweimal. Er schreibt und wirft Flugblätter ab. Wir befreien euch so schnell wie möglich. Dafür kämpfen wir ununterbrochen. Der Generalstab braucht dies. Die Gräben verschleißen Körper und Seele. Also schaut man in die Luft. Dort oben scheint der Krieg himmlisch und sauber. Il silenzio dei boschi dilata il tempo. Stille des Waldes verlängert die Zeit. Die Menschen sind gegangen und es scheint, als ob eine Ewigkeit vergangen sei, seit man hierher zum Wintersport kam. Schlittenrennen, Langlaufrennen und dann die Bobs und Rennschlitten, die seit 1911 von der Gesellschaft der Südbahn als Begleitgepäck befördert wurden. Und die Hotels, welche ein Frieden. Von Cajetan Schnabel-Egger erbaut, der nach der Jahrhundertwende starb und der auch der Besitzer der Minen in Reibel war. Das Hotel Schnabel-Egger in Tarvis, wo auch Kaiser Franz Josef verweilt hat. Bäder mit Tannennadeln und natürlich Arzneimittel aus der Apotheke Johann Sien. Das Hotel Schnabel-Egger in Malborgett mit dem schwefelhaltigen Wasser, das aus der Quelle von Lusnitsa bis hierher zu den Gästen gebracht wurde. Und das Hotel Oman mit seiner Thermalanlage. Und das Thomashof, 30 Zimmer, 12 Kabinen für Schwefelbäder, ein 2 Hektar großer Park. Dies waren die Jahre, wo auch Friedrich II. Von Sachsen zur Jagd in sein kaiserliches Jagdrevier im Kanaltal kam. Dort, oberhalb von Malborgett, die einsame Burg Hensel, so schreibt Julius Kugi, Alpenreferent der österreichisch-ungarischen Armee. Dort, oberhalb des von den Menschen verlassenen Kanaltals, dort steht sie mit ihren zerstörten Grundmauern, den eingefallenen Wänden, aber immer noch stolz. Die Italiener bombardieren, aber sie greifen nicht an. Das Seisertal hat zwei Verteidigungslinien, die hintere und die vordere. Vom Schwarzenberg zum kleinen Nabois und dann der Wischberg. Malborgeter Mittagskofel. Montage. Köpfach. Es wird vorgerückt, gekämpft, geruht, beobachtet, in vollkommener Stille. Die Gefangenen, die von der östlichen Front hergebracht wurden, bauen Straßen. Manchmal plündern sie, was bleibt. Die Gefallenen ruhen inmitten der Pinien. Oh,
oben bei der Malgerauna hat Leutnant Kielmannseck von seinen Steirern, dem 10. Landsturmbataillon, eine Kapelle errichten lassen. Sie haben sie Zita gewidmet, der Gemahlin Karls, des neuen Kaisers. Zwischen den Bäumen weiter dort der Pilgerpfad, erst verlassen. Viele gingen hier zu Fuß bis hoch zum Luschariberg und mit den Holzschlitten wieder talabwärts. Jetzt nicht mehr. Ein Engel aus Stein ist geblieben, er weiß den Weg. Und diese verdammte Stille. Nur Wind und Schnee. So viel Schnee. Am 31. März 1916 in Tarvis haben sie ihn gemessen. 6,70 Meter. An der Grenze zwischen dem Reich und dem Königreich, das italienische Pontebba, es ist leer. Leer ist auch das österreichische Pontafel auf der anderen Seite des Flusses. Bröcklige Mauern, offene Fenster, wie viele leere Augen glotzen sie. Was bleibt, ist diese verdammte Stille, unterbrochen nur von den Geschützen. Gehen wir, ansonsten sterben diese Armen auch noch vor Hunger. Für eine Lira und 50 Cent sind sie es, die in Carnien, dem strategischen Bereich der Front, mit den Gebirgsjägern von Tolmezzo und des Tagliamento-Tals die Munition und Lebensmittel, frische Bettwäsche und Nachrichten bringen. Karnische Trägerinnen, 1000 Hilfskräfte mit einem Korb, Frauen im Alter von 14 bis 16 Jahren, stets einsatzbereit. In der Nacht oder in der Dämmerung. Sie warten von den Geschäften und den Lagerhallen in der Talsohle. Fertig. 40 Kilo auf den Schultern und hinauf zur Front. Der Tischelwank, der Plöckenpass, der große Pal, der kleine Pal. 2, 4, 5 Stunden Marsch, Wanderwege und Saumpfade. Im Winter voller Schnee, der bis zu den Knien reicht. Im Sommer unter der Sonne. Sie laden ab. Einige von ihnen bleiben oben. Für die Arbeit auf dem Schlachtfeld. Sie tragen Steine, Zement und Holz für diejenigen, die Unterstände bauen und die Wege und Pfade instand halten. Sie schlafen in Baracken, nicht weit von der Feuerlinie entfernt. Die anderen, ein paar Worte, eine kurze Pause und dann wieder hinunter. Manchmal tragen sie Verwundete auf Tragen oder die Körper der Toten hinunter ins Tal und dann ins Dorf, zu den Kindern und zu den Alten, die zu Hause warten, nach Hause, zum Kochen und um die Tiere in den Ställen zu versorgen. Anin, sennò che i biedazze muoiono anche di fame. Se la buffa ti lascia il passaggio, noi altri abbini fermarti sapere. Vaporetto. Mit dem Niedergang des Sommers und dem Beginn des Herbst schien auch der Krieg stehen zu bleiben und auf das Frühjahr zu warten. Es war die Zeit der Lizenzen. 1917, 14. September, Straßburg. Leutnant Hans Kilian, ein Gebirgsexperte der Reserveartillerie, fährt um Mitternacht mit dem Militärtransport ab. Er führt einen Transportbefehl mit sich, zu öffnen nach Reiseantritt. Ziel, die Isonne zur Front, Tolmein. Der Generalstab hat ihn beauftragt, die Möglichkeiten eines Angriffs zu prüfen, die besten Standorte zu finden und die beste Verteilungsaufstellung von Artillerie und Bombarden auszukundschaften. Wesentliche Erkundungen für den allgemeinen Angriffsplan. Musik. 20. Oktober, Isonne zur Front. Tausende von italienischen Soldaten rücken ab in Richtung Heimat. Nacht des 24. Oktober, Isonne zur Front, Tolmein.
zwei Stunden nach Mitternacht eröffnet die deutsch-österreichische Artillerie intensives Feuer auf die erste italienische Stellung und die Kommandoposten. 24. Oktober, Udine. Aus dem Tagebuch von Angelo Gatti, Militärexperte des Corriere della Sera und von Generale Cadorna zum Historiker des Oberkommandos erwählt. Während des Tages geschieht nichts Neues. Der Kanonendonner aber ist überall sehr lebendig. Es ist wirklich ein höllischer Lärm. Flitsch, ein deutsches Bataillon setzt Tausende von Gasgranaten ein. Der Angriff dauert 30 Sekunden. 600 Italiener sterben schweigend, mit intakter Rüstung, das Gewehr an der Hüfte. Udine, 10 Uhr. Cadorna erhält von Luigi Capello, dem Kommandeur der 2. Armee, eine Zusammenfassung der Ereignisse. Es gibt nichts Alarmierendes. Front zwischen Flitsch und Tolmein. Mit den Elitetruppen an den Seiten dringt die 12. Schlesische Division weit in das Isonzo-Tal. Es ist schlecht besetzt, folgt man den Regeln der Militärakademien, nach denen die Eroberung der Gipfel ausschlaggebend ist. Udine, 10.35 Uhr. Cadorna befiehlt 200 Artilleriegeschütze zur 3. Armee zu tragen und er empfiehlt Sparsamkeit beim Munitionsgebrauch. Isonzo-Front. Das deutsch-österreichische Artilleriefeuer hat einen Durchlass für die Infanterie erzielt, die die erste italienische Stellung durchbricht. Die Verbindung zwischen den italienischen Stellungen ist unterbrochen. Udine, 12.15 Uhr. Cadorna telegrafiert an den Herzog von Aosta. Der Angriff wird gegen die 3. Armee stattfinden. Natisonetal. Deutsche Truppen erreichen den Kolovrat-Rücken und dringen zum Monte Matajur vor. Kleine Einheiten dringen ein, treffen, fast immer seitlich oder im Rücken und ziehen sich wieder zurück. Unter den Kommandanten der junge Leutnant Erwin Rommel. Die Italiener leisten Widerstand auf dem Kirn, dem Jeza, dem Mirzli, auf dem Sagradanpass. Es wartet die Verteidigung von Cividale, geschlossene Truppen beim Schloss von Grünberg in Purgessimo, auf dem Gipfel des Castelmonte. Udine, 13 Uhr. Der übliche Bericht. Während der Nacht kam es zu einem heftigen Beschuss und umfangreichen Einsatz von Gasgranaten. Dies war der Beginn des bereits erwarteten Angriffs. Bei Sonnenaufgang, aufgrund des schlechten Wetters, hat das feindliche Feuer nachgelassen. Isonzo-Front, 15.30 Uhr. Die deutschen Truppen sind in Caporetto. Udine, 18 Uhr. Cadorna lächelt und ist ruhig, aber unsicher, ob der Feind ernsthaft in Tolmin angreifen wird oder ob es sich einfach um einen Bluff handelt. 19 Uhr. Beim Abendessen lese ich den Kriegsbericht. Er gefällt mir überhaupt nicht. Hier steht ein todunglücklicher Satz, der vom Feind spricht. Lasst sie kommen, steht hier geschrieben. Wir erwarten sie, stark und gut vorbereitet. Es ist besser, das Fell des Bären erst nach seiner Tötung zu verkaufen, sage ich zu Penna, zu Ojetti und zu Giusti, welche bei mir am Tisch sitzen. Zum Glück, denke ich mir, ist das Wetter schrecklich. Hier regnet es. Dort oben in den Bergen wird es zumindest neblig sein. Ich gehe ins Kino. 22 Uhr. Aus reiner Neugier gehe ich zur Kommandatur. Die Vorhalle ist erleuchtet. Ich frage, wie die Dinge denn so laufen. Nicht sehr gut. Ich schaue in ihre Gesichter. Der Feind hat den Nebel ausgenutzt und einige seiner Abteilungen einen 22 Kilometer langen schweren Bergmarsch machen lassen. Der Angriff kam überraschend aus dem Hinterhalt. Ich höre vom italienischen Sedan sprechen. Aus dem Taccuino di Caporetto, dem Tagebuch des Krieges und der Gefangenschaft von Carlo Emilio Gadda. Es ist passiert. Die Brücke von Caporetto wurde in die Luft gesprengt. Ohne Befehle, sie warten noch, standfest, um den Rest ihrer Pflicht zu erfüllen. Aus dem dunklen Tal gingen dumpfe Aufschreie hinauf. Das Einschießen. Stunden und Stunden. Ein schmelzflüssiger Kampflärm.
dann nur noch Stille. So endete das Leben von Soldaten. Unsere guten Soldaten. Mit der Vision des entstellten Landes. Mit der Schande zu verlieren, begannen wir den Leidensweg der harten Gefangenschaft, des Hungers, der Misshandlungen, des Drecks. Ich habe alles ertragen. Caporetto. Am Ende des Endes. Ohne Verbindung, schlecht gestellt und ohne ausreichende Vorbereitung auf die neuen Offensivtaktiken. Die Italiener sind in der Minderzahl und die Aktionen der wenigen, die übrig bleiben und kämpfen, reichen einfach nicht aus. 11.000 Tote, 30.000 Verwundete, 293.000 Gefangene, die Versprengten, die Flüchtlinge. Die drei Stellungen zur Verteidigung des Nordostens sind gefallen. Fast ein Jahrhundert lang vergraben in unerforschten Archiven, verblasst die Erinnerung an die vielen Schlachten, an den hartnäckigen Widerstand, um den Vormarsch der deutsch-österreichischen Truppen aufzuhalten. Caporetto, vergessen sind diejenigen, die auf dem Kirn, dem Jeza, dem Mirzli, im Natisonetal, in den Bergen und in den Tälern gekämpft haben. Das Andenken an die Lanzenreiter bleibt in Pozzuolo del Friuli. Aber was ist mit denen, die im Resiatal oder am Torrefluss, in den Straßen von Udine und Codroipo, am Tagliamento und jenseits, in Ragogna, Bradis, am Clautana-Pass Widerstand geleistet haben, um einen Rückzug zu verteidigen, der am Piave hält? Cadorna, der den Truppen Defetismus vorwarf, wurde entbunden und durch General Armando Diaz ersetzt. Juni 1918. Berichterstattung an die kaiserliche Verwaltung von Luigi Carlo Bozzi und an Leutnant Freund. Der Cast ist von einer beeindruckenden Nacktheit. Er besteht nur aus Felsen. Es gibt keine Spur von Vegetation an den Hängen, die in Richtung Isonzo zeigen. Schöner und klarer wie noch nie. Dort, wo ich mit meinem Onkel auf ein Bier zu den Sommerfesten gegangen bin, gibt es jetzt nur unförmige, versenkte Steinhaufen, zwischen denen die Brennnesseln dichte Wälder haben wachsen lassen, die sich zwischen den Steinen durchschlängeln und überall hin gelangen. August. Und jetzt bereiten wir uns darauf vor, die letzte, die endgültige Offensive zu überstehen. Am Piave stehen die Dinge immer schlechter. Darüber braucht man sich keine Illusionen mehr zu machen. Das Kaiserreich, die Doppelmonarchie, wird bald der Vergangenheit angehören. Saranno presto cose del passato. Triest, 1918. Januar. Kein Holz, keine Kohle, kein Licht. Nach einer erneuten Reduzierung der Brotration, Pan de Paia, Brot aus Kleie und Sägemehl, streiken die Menschen, sie gehen auf die Straße. Juni. Die neue österreichische Offensive am Grappa und am Piave misslingt und der Sommer bringt eine Epidemie der spanischen Grippe. Tausende von italienischen Gefangenen sind im Hafen eingeschlossen. Oktober. Entlang des gesamten österreichischen Küstenlandes, das schon immer ein delikates Mosaik aufgrund der Vielfalt der hier zusammenlebenden Volksgruppen war, führen die nationalen Themen zum Zusammenstoß. Das Gefühl des Zusammenbruchs des alten Reiches ist nun offensichtlich. In ungeordneten Gruppen kehren hungernde Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee von der Front zurück. Die österreichischen Flüchtlinge wandern heim nach Wagenau und Pottendorf, Städte des Holzes und armseliger Hütten. In Triest bildet sich ein Ausschuss für die öffentliche Gesundheit, dem der K&K-Leutnant Baron Frieskene am letzten Tag des Monats Oktober die Behörden, die Bahndirektion, die Post und die Marine zusammen mit dem Palast der Piazza Grande übergibt. Fahnen wehen. Jeder hängt die eigene auf. Wer besser sehen will, kauft sich einen Fensterplatz und zahlt dafür bis zu 40 Kronen. Es werden Verhandlungen geführt mit den Mächten der Entente. Eine Welt bricht zusammen. November. Gewalt und Unruhen, politischer und sozialer Art. Die Stadt ist von den Soldaten der österreichischen Armee und von den befreiten italienischen Gefangenen aus den österreichischen und ungarischen Lagern wie eingenommen. Verwüstungen und Plünderungen finden statt. Es sind die aus den Gefängnissen entlassenen gewöhnlichen Kriminellen. Laudace
Audace hätte Kaue Kase heißen sollen. Er wurde im Werf von Yarrow in Glasgow 1916 für die japanische Marine gebaut. Italien hat ihn gekauft, bevor der Krieg vorbei war. Am 3. November legte er, von zwei Wasserflugzeugen eskortiert, zum ersten Mal beim Pier von San Carlo an. Nach Triest kommt Italien. Der Krieg ist vorbei. San Giusto, die Tricolore und die Fahnen, jeder hat seine eigene. Der Pier von San Carlo wird zum Molo Audace. Der Platz, Piazza Grande, zum Platz der Einigung Italiens. Das Ufer Carciotti zum Ufer des 3. Novembers. Der neue Hafen wird Vittorio Emanuele III. Gewidmet. Die große Kaserne wird zur Kaserne Oberdan. Der Krieg ist vorbei, auch für den Landstürmer. Der Tag für Tag von Poggio della Gretta bis zur Überführung von Barcola herunterkam. Zur Bewachung der Eisenbahn hat er seine Baracke geöffnet und geschlossen. Der Krieg ist vorbei. Eine letzte Schlüsseldrehung und dann ab nach Hause, nahe der alten Festung der österreichisch-ungarischen Monarchie, der Burg Kressitsch, den zukünftigen symbolischen Platz des Leuchtturms des Sieges. Der Krieg ist vorbei. Vorbei?